Es ist Luchas Time. Ja, die neue Luchas ist da vom Jänner. Ein bisschen spät dieses Monat bei mir angekommen, aber trotzdem schaffen wir es noch, sie rechtzeitig anzuboxen. Ja, wie jedes Mal haben wir die Auflösung von der letzten Loot. Da gab es zu gewinnen dieses coole T-Shirt und den Göffel von Dr. Who. Gewonnen hat das der Daniel Damiani. Ja, bitte schick mir eine E-Mail und dann kann ich dir die zwei coolen Preise schicken. Und jetzt hauen wir uns drüber über die neue Loot Chest vom Jänner. Ja, altbewährte Box, nichts Neues, darum machen wir sie gleich auf und schauen wir, was drinnen ist. Press the Loot. Wer kennt diese vier Knöpfe nicht? Ja, die PlayStation-Buttons. Schauen wir kurz das Lootbook an, ob hier irgendwas Neues oder Aufregendes dabei ist. Da wird schon ein bisschen gespoilert, was wir hier dieses Mal drinnen haben. Ja. T-Shirt heben wir uns wie immer zum Schluss auf. Und was haben wir hier? Da fällt mir gleich Yu-Gi-Oh! Kartenset. Bei Yu-Gi-Oh! Bin ich nicht so der Kenner, aber das ist ein Trumpfspiel. Und Trumpfspiele sind ja meistens so, man hat jetzt gewisse Werte und wer dann immer der Stärkere ist. Yugimoto, Yami Yugi und viele, viele andere. Ja, für die Yu-Gi-Oh!-Fans sicher genau das Richtige. Jetzt haben wir was Cooles und zwar eine kleine Sammelfigur und zwar vom Pixel Jon Snow Game of Thrones. Und da bin ich jetzt gespannt, wie der ausschaut, weil das sollte jetzt irgendwie so ein kleiner, fetter Kopf sein. Ein bisschen so wie eine Minecraft-Figur. Und hier ist sie auch schon. Richtig süß, aber was kann dieses Teil jetzt? Kann das Schwert irgendwas? Die Figur kann eigentlich gar nichts. Sie kann eigentlich nur herumstehen und gut ausschauen. Jetzt haben wir etwas, das hatte ich schon mal in einer Loot Chest oder Loot Raider Box. Bin ich mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, das sind Untersetzer im PlayStation Buttons Design. Ja, also wie so eine Art Bierdeckel-Untersetzer, nur in die PlayStation Buttons, Farben und ein bisschen was für Retro-Fans. Also da könnte man sicher ein paar coole Sachen draufstellen, was man halt dann sammelt. Jetzt haben wir wieder was von Dr. Who und zwar eine Pop-Sammelfigur. Da habe ich ja schon ein paar und da sind noch viele, viele andere drinnen. Ja, das ist diesmal der Doktor und Nummer 294. Es gibt schon echt, echt viele von diesen Sammelfiguren und ich war ja auf einer Comic-Messe und da waren sehr viele von den Figuren ausgestellt oder beziehungsweise waren zum Kaufen. Wieder mal was zum Essen drin, das finde ich sehr gut. Mache ich diesmal nicht auf, weil das hebe ich mir für später auf. Und ja, es ist eigentlich irgendwie schon Standard, dass immer ein Comic dabei ist. Diesmal ist von Spider-Man wieder eine Gratis-Version. Zwei komplette Spidey-Stories. Das Wichtigste kommt natürlich immer zum Schluss oder für mich immer das absolute Highlight ist das T-Shirt. Und das werden wir jetzt aufmachen, rausholen aus der Verhüteli-Folie und dann kurz uns anschauen. Soll eigentlich irgendwie zeigen, dass man ein Gamer ist und irgendwie sich mit Computerspielen und normalen Brettspielen verbindet. Irgendwie eine coole Sache. Jetzt machen wir nochmal schnell einen Schnelldurchlauf, was alles drin war. Also wir haben das T-Shirt gehabt, wir haben das gratis Spider-Man-Comic gehabt, die Doctor Who-Sammelfigur von Pop. Die finde ich extrem geil, die sind immer richtig cool. Game of Thrones, diese, ja, ich würde mal sagen, schaut aus wie ein bisschen wie eine Minecraft-Figur. Den leckeren Nuclear Gum, den habe ich noch zugelassen. Dann die Untersetzer für Getränke oder halt zum Sammeln und die Yu-Gi-Oh! Karten. Was wird es diesmal sein, was ich verlose an euch, für euch? Ja, weil ich es zugelassen habe, den Kaugummi für euch zum Kosten, die Untersetzer vom PlayStation und das Comic haue ich noch drauf. Also wieder drei coole Sachen gibt es zum Gewinnen von mir und der Rest bleibt in meiner Sammlung. Ja, was müsst ihr dazu tun? Wie jedes Mal, seid Abonnent von meinem Kanal, schreibt unten in die Kommentare, warum genau ihr das Spider-Man-Comic, den Kaugummi und die PlayStation-Untersetzer gewinnen wollt. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze mit einem Däumchen nach oben bewertet und vielleicht sogar noch teilt mit euren Freunden, damit die auch sehen, was hier immer Cooles zu gewinnen gibt auf meinem Kanal. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Loot Chest. Die kommt irgendwann, ja, so Mitte, Ende Februar wieder zu mir. Und dann werden wir sie wieder zusammen unboxen, zusammen gustieren, was alles drinnen ist. Und natürlich werde ich auch wieder was verlosen. Ja, und darum bis zum nächsten Mal, YouTube. Ciao, baba.